Es geht Schlag auf Schlag. Erst ist der ET85 gekommen. Ja, mit dem weiteren Grubenmangel, wie er festgestellt wurde, im Bereich der Pantos. Aber gut, das kann man ja auch alles handeln, wie man es früher auch gemacht hat. Einen kleinen Windfaden dran, der die Höhe ein bisschen abfedert. Oder eben die CV-Cam, mit dem man das vielleicht steuern könnte, falls es die wirklich gibt. Aber darum geht es heute hier nicht. Die Neuheit, die heute bei mir aufgeschlagen ist, oder heute ist der Feiertag, gestern konnte ich sie abholen, die neue 86 von Märklin mit der Artikelnummer 37086. Ich finde schon, die ist gut gelungen. Viel mehr will ich da jetzt gar nicht vorweg sagen. La, leider hat meine Stammkamera einen starken Defekt. In der Anfangsszene fällt das nicht so auf, eine dunkle Wolke am Himmel ist nicht so schlimm, aber ein dunkler Fleck oben links, wie ja schon im letzten Video zu sehen war, ist nicht so ideal, lässt sich leider nicht entfernen. Muss ich überlegen, wie ich weitermache. Bis zur nächsten Vorstellungsrunde einer Lok-Neuheit werde ich da was ja, mir überlegt und besorgt haben, damit ich wieder besser filmen kann, als es heute der Fall war. Mit meiner etwas älteren Kamera, die zwar ein bisschen lichtstärker ist, aber kein schönes Weitwinkelobjektiv als Funktion zur Verfügung hat, war das ein bisschen schwieriger. Zumal ich nicht mehr so gewohnt war, mit ihr umzugehen. Also ein bisschen Geduld hier und da, aber ich denke, insgesamt ist der Film schon aussagekräftig geworden. Viel Spaß und ich sage jetzt Film ab. Da stehen zwei Märklin 86er, vorne eine 086 und daneben die aktuelle 86, einmal Epoche 3, einmal Epoche 4. Die neue ist die erwartete Neukonstruktion mit der Artikelnummer 37086. Sie war ja gerade schon in der Anfahrt aus dem Bahnhof mit einem längeren Güterzug zu sehen. Und da hat sie sich doch schon ganz toll gemacht. Den Rauchsatz habe ich selber einsetzen lassen. Und der ist nicht von der Werkausstattung dabei. Aber wir werden schon sehen, oder das war ja schon zu sehen, die Lokomotiven unterscheiden sich deutlich. Kann man schon an den Vorlaufrädern sehen. Bei dem älteren Modell sind Speichenräder verbaut, bei dem neueren Modell Scheibenräder vorne. Hinten hat es auch Speichenräder. Gehen wir mal eine markante Lokfunktion durch und schauen, wie sich die beiden Lokomotiven da unterscheiden. Ein deutlicher Unterschied, würde ich sagen. Ein zweiter markanter Unterschied ist da jetzt gerade nicht so zu sehen. Der war aber, glaube ich, in der Anfahrt schon deutlich bei dem neuen Modell zu sehen. Der endlich freie Durchblick durch den Führerstand ist ermöglicht und es gibt auch eine Führerstandsbeleuchtung. Ja, hier sieht man sie nicht. Wir werden uns das gleich noch genauer anschauen. Ich lasse die neue Lok mal vorfahren. Ha 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 ha!
Da war es zu hören, das Bremsenquietschen, das klingt auch ganz annehmbar, würde ich sagen. Ich muss doch an den TVs vielleicht ein klein wenig ändern, damit es auch noch besser zu hören ist. Vergleichen wir es mal mit dem älteren. Ich habe sie zurückgefahren und was soll ich sagen, ohne Kamera, ja, klappt es dann doch besser. Aber wir machen es mal hier mit dem alten Modell. Da ist es auf jeden Fall einfacher zu hören. Gut, sonst müssen wir jetzt da nicht viel zu sagen. In puncto Vergleich schneidet das neue Modell natürlich in jeder Hinsicht besser ab, wobei auch dieses ältere Modell sich immer noch ganz gut, finde ich, jetzt hören lassen und auch sehen lassen kann, wobei der freie Blick durch den Führerstand ist natürlich ein Highlight. So, für die weiteren Funktionsvorstellungen wechsle ich jetzt zum Smartphone, weil das doch für euch dann ein bisschen komfortabler sein wird. Da steht die 86507. Was jetzt die weiteren Unterschiede zum älteren Modell anbelangt, ähneln sich die Lokomotiven doch im Aufbau sehr stark. Der große Unterschied ist, die Leitungen, die bislang eher angespritzt waren, sind hier jetzt tatsächlich mehr oder weniger freistehend. Schauen wir mal hier. Blick kriegen. Ja, hier vorne kann man sehen, an der Zuleitung zum Zwischenspeicher. Hier können wir auch die Leitung gut sehen. Ich gehe mal zum älteren Modell. Da ist es doch auf jeden Fall weniger plastisch. Zumindest so mein Eindruck. Klar, das ist noch nagelneu, das andere ist schon einige Jahre alt und hier auch schon einigermaßen gefahren. Das ist der freie Durchblick. Ach ja, es fehlt hier noch das Führerstandslicht. Mal schauen, das jetzt einigermaßen hinbekomme. So, ja. Jetzt ist es eingeschaltet. Aber so richtig viel davon zu sehen, wie der Führerstand so eingerichtet ist, das passt jetzt gerade hier. Unter den Bedingungen, die ich jetzt hier habe. Leider nicht. Ja, ein weiterer Unterschied ist, hier sind jetzt LED verbaut und die leuchten weiß. Epoche 3 gemäß wäre vielleicht eher ja, ein gelblicher Farbton angesagt, aber das ist ja bei Pikuldampflokomotiven gut, so viel gibt es da doch nicht, aber bei der 93 zum Beispiel auch gar nicht anders. Aber so macht dieses Modell doch einen guten Eindruck. So, jetzt versuche ich nochmal an die Funktionen ranzukommen. Auch das ist momentan nicht so einfach, da die technischen Bedingungen haben sich hier leider auch nicht zum Besseren verändert, da arbeite ich aber auch noch dran. So, die Pfeife hatten wir ja schon gehört. Das ist die Glocke. Die Wasserpumpe.
Schaffnerpfiff. Es gibt aber auch. Moment, wo haben wir die denn? Mann, ist das doof. Nee, so geht das nicht. Mann, echt, ey. So, wir schauen jetzt noch mal, ob die Lok hier auch unseren kleinen Zugkrafttest schaffen wird. Ich bin da aber ganz optimistisch. So, das gilt es jetzt gleich hier und hier hoch zu wuchten. Oh, was ist das denn? Da läuft was nicht, wie es laufen soll. So, da war es zu hören. Das Bremsenquietschen, und das klingt doch sehr annehmbar. Ein Fazit. Ich denke, es war zu sehen, wenn auch ein bisschen holprig diesmal. Die Lok macht eine gute Figur. Die Neukonstruktion hat sich durchaus gelohnt. Der Sound ist wirklich gut geworden. Für Märklin-Verhältnisse auf jeden Fall. Das kann man wohl sagen. Die Zugkraft ist mehr als ausreichend. Das war ja hier auch eine der geringeren Fahrstufen, 45. Und ja, die sind doch lang und zum Schluss auch doch recht schwer im Zug. Super hier und gemütlich hochgezogen. Auch die Abfahrt aus dem Nebenbahnhof hat ja gezeigt, dass sie da auch schöne Personenzüge ziehen könnte. Also, sie ist durchaus hier gut einsatzfähig. Das war's für heute. Ich mach Schluss, liebe Leute. Ciao.